Sniper rausgeholt. Benutz doch deine Sniper. Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und ich zeige euch heute die Lancer Tactical M4 SD mit ETU, MOSFET und Federschnellwechselsystem. Ich werde immer wieder gefragt, Geo, welche Waffe kannst du mir als Anfänger empfehlen? Ich frage dann immer, Pistole oder Gewehr? 0,5 Joule oder mehr? Und ganz wichtig, was ist dein Budget? Bang den Like-Button, wenn du dich schon mal gefragt hast, was für dich die richtige Waffe ist. Bei Pistolen meiner Meinung nach die CM127 Gen 2, die CM127, das habe ich schon gerade gesagt, die CM126 Gen 2 oder die CM030 auf LiPo und MOSFET umgebaut. Bei Gewehren unter 0,5 Joule empfehle ich immer etwas mit ETU und MOSFET. Auf die Schnelle fällt mir ein ARP9, ARP556 oder jedes andere Modell von G&G, zum Beispiel die SRS oder die SRL. Auch über 0,5 Joule bin ich immer für etwas mit ETU und MOSFET. Meistens ist das Budget der Leute immer um die 200 Euro und ETU und MOSFET für 200 Euro zu finden, war nicht leicht. Bis jetzt. Aber ich höre schon, Geo, genug Blabla. Pack das Ding endlich aus! An dieser Stelle vielen Dank an SniperS, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Waffe zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Und so sieht die Verpackung von außen aus. Wir haben hier Lancer Tactical, alles mal so schräg, Gen 2 Set to Win. Und hier an der Seite steht's, Gen 2 SD M4 AEG, es ist ein SAEG. Und hier noch ein Bild von der M4 SD. Dann schauen wir uns das Paket mal von innen an. Oh oh, so sieht das Ganze von innen aus. Einen kleinen Patch, der sieht so aus. Das müsste die Lancer Tactical Enforcer sein, hier mit dem extra Magazinfach hier hinten. Dann haben wir hier ein Magazin. Das Magazin sieht so aus. Es handelt sich hier um ein High Cap aus Blech. Hier oben High Cap typisch die Klappe zum Befüllen. Hier unten das Rädchen zum Aufdrehen. Eine Gebrauchsanleitung und wenn ihr wisst, wer das braucht, dann bang den Like-Button, denn die Anleitung braucht kein Mensch. Okay, sie kam zurück. Dann etwas, was selten dabei ist, und zwar ein Akku. Hier der Anschluss, das ist ein Mini-Tam-Stecker. Und hier der Akku nochmal näher, ist ein 9,6er NIMH. Ich empfehle euch, nehmt nicht den NIMH, sondern einen starken LiPo. Aber wenn ihr unbedingt sparen wollt, dann habt ihr hier wenigstens schon mal die Möglichkeit, mit Airsoft anzufangen. Und passend zum Akku habt ihr hier auch gleich ein Ladegerät. Da kommt der Akku dann dran und das Gute hier dran ist, hier ist eine LED. Bei anderen Ladegeräten weiß man nie, wie lange man laden muss und hier springt die LED von rot auf grün und dann könnt ihr den Akku abziehen. Ich hatte ja gesagt, dass die Lancer Tactical neben ETU und MOSFET auch ein Federschnellwechselsystem hat. Bereits in der Lancer Tactical verbaut ist eine M120. Mit der kommt ihr auf ca. 1,4 Joule. Mit im Lieferumfang dabei ist noch eine M90 Feder, damit kommt ihr auf 0,9 Joule. Und dann das Spannendste, die Waffe selbst. Hier ein bisschen näher und natürlich noch ein bisschen näher. Hier der mittlere Teil und auch den noch mal ein bisschen näher. Und hier der hintere Teil. Schauen wir uns mal das Material an. Die Waffe besteht zum größten Teil aus Kunststoff, aber ist ein hochwertiger Kunststoff. Wir haben keinerlei Knarzen. Das Mag hat mir gesagt, ist aus Blech. Wir haben hier oben Blech. Und auch hier die Charging Handle ist aus Metall. Schauen wir uns mal die Markings an. Wir haben hier Lancer Tactical 6mm Kaliber und eine Seriennummer. Wir haben hier No Retreat Kaliber 6mm BB und das F im Fünfeck. Die Waffe hat ein Gewicht von 2200 Gramm. Sie hat eine Gesamtlänge von 37 mm in eingefahrenem Zustand und 814 mm in ausgefahrenem Zustand. Die Lancer Tactical ist ab 18 und hat laut Webseite eine Energie von 1,4 Joule. Ich habe das Ganze nochmal nachgekront und sie hatte eine Energie von 1,48 bis 1,49 Joule. Schauen wir uns das Ganze nochmal von vorne nach hinten an. Bereits mitgeliefert ist dieser Silencer und der geht nicht nur bis hier, sondern bis hier. So nochmal von nahem. Und was mir daran nicht ganz so gut gefällt, ist hier diese deutliche Naht. Dann schrauben wir den mal ab. Und die von euch, die mich auf Insta verfolgen, bang den Like-Button, wenn ihr mich auf Insta verfolgt, die wissen, dass hier drunter ein extrem langer Inner Barrel kommt, der nie mehr aufhört. Und so sieht das Ganze ohne Silencer aus. Also wie ihr seht, passt der B&T nicht da vorne rein. Und selbst wenn er reinpassen würde, müsste er bis hier rein und würde der Inner Barrel vorne rausgucken. Ja, und über den X-Cortec brauchen wir gar nicht zu reden. Das heißt, wenn ihr hier einen Tracer benutzen wollt, dann braucht ihr einen kürzeren Innenlauf oder eine Laufverlängerung und dann könnt ihr vorne an die Laufverlängerung
euren Tracer dran packen. Ich mache hier mal vorne wieder den Silencer drauf, weil sonst sieht es so nackt aus. Als nächstes schauen wir uns das Frontside an. Das sieht so aus. Dann könnt ihr hinten drauf drücken und dann müsst ihr es nach oben klappen. Zack. Und so sieht das Ganze von der Seite aufgeklappt aus. Und so nochmal von vorne. Dann schauen wir uns auch gleich das Rearside an. So von der Seite. Ich hoffe, ich krieg's auch direkt hochgeklappt. Bisschen schwer das Hochklappen, Ausklappen, Aufklappen. Aber so sieht das Ganze von der Seite aus und so von hinten. Schauen wir uns mal den Helmguard an. Wir haben hier schön viel Picatinny, oben, unten, links und rechts. Und wie ihr wisst, bin ich ein Freund von Picatinny. M-Lock und Keymod sehen cool aus und lassen sich gut greifen. Aber man ist nie so flexibel, wie wenn man direkt eine Picatinny Rail hat. Dann nutzen wir die Picatinny Rail gleich mal und machen ein paar Sachen dran. Und so will ich es mit auf dem Feld nehmen. Wir haben hier unten einen Frontgriff und wie ihr wisst, benutze ich dieses Front- und Rearside nicht, sondern ich benutze hier mein Leuchtpunktvisier. Das sieht doch cool aus, oder? Als nächstes kommen wir zum Mag Release. Der sitzt hier. Mag raus, Mag rein. Mag raus, Mag rein. Das Mag rein und raus fühlt sich nicht so schmeidig an. Das muss man dann schon ein bisschen mit Schmackes machen. Wenn wir schon mal über Magazine reden, dann testen wir mal ein paar durch. Das hier ist ein 140er Midcap von Ares. Das geht wesentlich geschmeidiger rein. Das hier ist ein elektrisches Doppelmag und fast 1200 BBs. Geht auch nicht so geschmeidig rein, aber es geht rein und feedet auch. Bis jetzt haben diese Ares Mags von allen Mags, die ich getestet habe, die beste Kompatibilität mit unterschiedlichen M4s. Schauen wir uns mal den Trigger an und wie wir sehen, es ist kein Flat-Top-Trigger, sondern ein normaler runder Trigger. Aber er fühlt sich nicht an wie ein normaler mechanischer Trigger, sondern wie ein Mausklick. Es ist sogar so leise, man merkt es gar nicht. Als nächstes schauen wir uns die Charging Handle an. Die ist hier und wenn ihr da dran zieht, dann kommt ihr an das Hop-Up. Hier das rote Rädchen, da könnt ihr das Hop-Up einstellen und da ist auch ein Pfeil drin und der zeigt nach unten. Nach unten habt ihr mehr Hop. Den Stock, den könnt ihr einstellen, einmal hier unten drücken und ziehen. Um den Akku einzulegen, nehmt ihr hier hinten den Deckel ab, hier unten drücken auf beiden Seiten. Dann ist der Deckel hier. Dann ist hier noch ein zweiter Deckel und zack. Zum Vorschein kommt ein Minitab-Stecker. Akku rein, beide Deckel wieder dran und fertig. Das MOSFET schützt die Internals. Ihr könnt hier problemlos ein 11.1er spielen und die ETU, die schützt euch vor Gearbox-Jams. Ansonsten habt ihr hier drinnen noch einen 6,03 mm Präzisionslauf und ein Federschnellwechselsystem. Dafür einfach hier hinten die beiden Deckel abnehmen, dann mit einem Schraubenzieher die Schraube lösen, den Stock abnehmen und dann die Feder wechseln. Das Ganze dann wieder draufpacken und fertig. Wir haben uns die Waffe angeschaut, aber was ist ein Waffenreview, wenn man nicht mal ein bisschen mit der Waffe schießt? Bist du raus? Ja, danke. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sniper rausgeholt. Benutz doch deine Sniper. Jawohl. Ja. Ist er raus? Einer. Kriegt ihr den? Hab ihn. Nochmal kurz zusammengefasst. Ihr bekommt hier eine gute Waffe für den günstigen Airsoft-Einstieg. ETU, MOSFET und Federschnellwechselsystem für unter 200 Euro ist schon was Besonderes. Ideal, wenn ihr besonders sparen wollt, weil Akku und Ladegerät sind schon dabei. Aber ich empfehle trotzdem einen stärkeren LiPo als diesen Nimha. Ihr habt hier den coolen Silencer-Look und darunter einen 6,03 mm Präzisionslauf. Das Ganze gibt's bei Sniper S für 189 Euro. Link unten in der Infobox. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann bangt den Like-Button. Ich hoffe, diese Airsoft-Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach eurer ersten Waffe. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Thank you.